Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Channel GamerCouts. Es ist ganz, ganz Zeit. Ich bin schon in Köln unterwegs, auch schon im Hotel. Aber wie es so sein soll, natürlich nur dann, wenn man weg ist, released Nintendo ein neues Video, ein ganz besonderes, eine neue Direct. Dazu aber nicht zu viel Vorfreude, denn es ist keine normale Direct in dem Sinne, wo die jetzt neue Games vorstellen und so weiter. Was auf dem Zeitpunkt her irgendwo ein bisschen unpassend wäre, weil er gerade wirklich Gamescom ist und Nintendo da ja selbst nebenbei vertreten ist. Aber Nintendo auch für Japan höchstpersönlich hat Suses eingeladen, denn die haben das neue Nintendo Museum vorgestellt, was Anfang Oktober in Japan eröffnen soll. Und über diesen Umstand bin ich wirklich, wirklich froh, denn ich selbst werde nächstes Jahr nach Japan fahren, wollte eigentlich schon dieses Jahr fahren, aber es hat leider nicht geklappt, aber irgendwie jetzt vielleicht doch zum Glück. Weil ich dann nächstes Jahr die Möglichkeit habe, mir auf jeden Fall das schöne Nintendo Museum auch mal anzuschauen. Es ist das zweite Versuch von der Aufnahme bei der ersten, was leider technisch nicht geklappt hat. Ich habe das Video leider schon mal gesehen, aber ich kommentiere es trotzdem nochmal. Und ja, nehmen wir uns jetzt mit auf ungefähr eine 10-minütige Reise in die Welt von Nintendo und in die Welt von dem schönen, schönen Hotel bei denen. Dementsprechend würde ich sagen, los geht's. Also da steht das schon, Miyamoto höchstpersönlich im Eingang von dem schönen, schönen Nintendo Museum. Und ja, also ich finde es toll. So sieht es von außen aus, erinnert ein bisschen an das Nintendo Hauptquartier, was die ja in Frankfurt haben, wo ich auch so vorbeigefahren bin, weil ich weiß, in Frankfurt war. Also es stand quasi fast davor, um das mal gesehen zu haben. Und das ist auf dem Gelände, wo früher alles angefangen hat mit der Produktion, in dem, was die damals halt gemacht haben, was ja jetzt so ein Mario-Team-Platz ist, also was der super schön aussieht auf dem Bild. Ja, und in dem Museum geht es einfach um Produkte, die Nintendo halt im Laufe der Zeit rausgebracht haben. Das ist jetzt ein paar Informationen, was man alles im Museum sehen wird. Ich bin sehr gespannt. Schaut euch das mal an. Das sieht so schön aus mit Nintendo Museumswürfel in der Mitte und dann die ganzen großen Konsolen über den Schränken im Hintergrund, wo dann in den Schränken vermutlich die ganzen Games drin sind. Also das ist das zweite Geschoss, wo die sind. Okay, und da werden eben, wie schon sagt, Nintendo-Produkte ausgestellt, die seit Release halt released vorhanden sind. Okay. Also Produkte von damals bis heute sehen. Da wird der Fokus auf Videospiele natürlich gelegt. Oben findet man eben die riesigen Controller, die sehr schön aussehen. Wäre cool, wenn man die wirklich benutzen kann zum Spielen. Genau, da werden eben die verschiedenen Systeme ausgestellt. Ja, natürlich, die haben auch Home-Entertainment-Sachen gemacht, bevor die mit Videospielen angefangen haben. Nämlich ganz klassisch, wie die gegründet wurden, 1989 mit Kartenspielen. Wir hatten ja die klassischen japanischen traditionellen Kartenspiele produziert gehabt. Dann ist mit Game & Watch los und natürlich ein Famicom, der eine sehr, sehr spannende Konsole ist, weil die eben nur in Japan erschienen ist. Das ist auch eine, die ich mir unbedingt holen möchte, wenn ich in Japan bin, in Famicom, und ich dann irgendwo gebraucht zu einem guten Preis sehe. Das ist dieses schöne Gerät hier, das ist quasi das SNES, wie es bei uns hier erschienen ist. Dort sah es eben ein bisschen anders aus, denn dieses Famicom, Family Computer eben. Das ist nur in Japan erschienen und bei uns ist eben die NES-Version davon erschienen, die man ja auch bei uns kennt. Auch mit dem natürlich den kleinen Gerät, was es auch ab, was die damals released haben. Und natürlich noch die ganzen Spiele dafür. Also so ein Famicom will ich mir auf jeden Fall holen, wenn ich dann in Japan bin. Weil so ein Ding will ich unbedingt in meiner Sammlung haben und das gibt es halt dort. Ne? Genau, da werden natürlich die ganzen Games ausgestellt, die es damals gab. Nur die Nintendo auch hergestellt haben, natürlich. Ja, und da wird bestimmt auch das ein oder andere gegeben, was man gespielt hat. Oben kann man dann Gameplay-Ausschnitte sehen aus den Spielen, die aber, glaube ich, alles einfach irgendwie emuliert oder aufgenommen worden sind. Aber stimmt nicht, da ist keine Konsole dahinter, wo das abgespielt wird. Aber finde ich cool, die Idee tatsächlich davon.
Und das gibt es natürlich zu jeder Konsole dann hoffentlich. Und hier wird sportlich, okay. Aha, das ist gar nicht, dass die auch so ein richtiges Drehrad erstellt haben. Die haben auch, wie gesagt, nur andere Sachen erstellt. Und dann rechts war ja auch natürlich Wii Sports und Wii Fit. Okay, und hier geht es um die Mario-Blöcke, die das über die Zeit auch entwickelt haben. Beispiel auch so was heißt im Blog. Einfach die Art und so weiter davon. Sehr cool. Okay, geht ein bisschen schnell. Und hier, kann man sehen, wie sich die Grafik verändert hat. So vom ersten Mario und aktuellen. Finde ich auch sehr cool. Da kann man Beispiel den Game Cube-Teil mit dem Vita-Teil vergleichen und so weiter. Also finde ich cool. Oh, und hier ist sehr spannend. Hier ist alles drin, was ich hier nur gemacht habe, bevor es um Videospiele ging. Auch super spannend. Der Kopierer sagt mir gar nichts. Okay, vielleicht ein Kopierer. Kinderwagen. Aber ich bin gespannt. Hier sind wirklich Sachen, die Nintendo einfach produziert hat, bevor er die Videospiele gemacht haben. Zum Beispiel klasse, diese Brettspiele, die man hier unten sehen kann. Das finde ich cool, dass wirklich das auch ausgestellt ist, weil das sieht man ja wirklich heutzutage gar nicht mehr so, weil es sind ja wirklich so die Anfänge von den Anfängen, wenn man so will. Das finde ich sehr spannend. Okay, haben auch so. Okay, Waffen sind für so Arcade-Games, okay. Dann, wie, also auch sehr spannend. So Arcade-Games ist wirklich auch eine spannende Sache. Es ist ja auch die Arcade-Automaten da irgendwo ausgestellt haben, denn. Das ist auch ein spannendes Teil übrigens, das TV Game 15. Aber auf jeden Fall Arcade-Games, das ist wirklich spannend, denn Nintendo hat ja auch einige Games exklusiv für Arcade-Hallen, für Arcade-Automaten hergestellt. Ich glaube, das will einmal Kart, was nur für Arcade-Automatsystem erschienen ist und nie auf einer. In dem Sinne klasse Nintendo-Konsole mal zu Hause hat. Ich hoffe, dass man das da auch spielen kann, vielleicht ohne immer darauf anspielen zu müssen. Das wäre wirklich cool, wenn die eben auch die Arcade-Spiele haben. Aber ich finde es sehr cool, dass sie eben auch gezeigt haben, was eben früher so gab an Nintendo-Produkten, bevor die eben Videospiele angefangen haben. Sehr spannend. So, jetzt sind die hier in dem ersten Stock. Okay. Und hier ist ein großer Flur mit einem Screen. Das ist auch sehr spannend. Okay. Traditionell japanisches Kartenspiel. Aber irgendwie dann digital mit dem Handy spielen kann, oder wie? Da bin ich auch gespannt, wie das wird. Ein Kartenspieler war natürlich das, mit dem Nintendo damals angefangen hat. Das wissen die Fans da tatsächlich. Und ist aber cool. Die wollen natürlich auch das ganze generell Ergebnis ein bisschen interaktiv machen. Von dem Museum, deswegen gibt es so eine schöne Karte, wenn man reinkommt, okay, und da sind auch ein paar Coins drauf, die man dann von Museumsaktivitäten und irgendwie, okay. Okay, und 3 von den 8 Sachen werden vorgestellt. Oh, und was ist hier? Sind das hier eine kleine Räume? Ich bin gespannt, was es da drin zu sehen gibt. Die Ultramaschine, aha. Ui, was ist denn das? Die wird 1968, okay, wird die, okay. Ach, das ist so eine Maschine, wo dann so Bälle rauskommen, ja, mit dem Schläger wieder. Das ist ja witzig. Okay, das ist die Ultramaschine DX. Okay. Bin ja mal gespannt, wie die. Die kann man auswählen, das finde ich cool. Ja klar, wenn man jetzt so ein Pausenrum hat, wo man das sozusagen spielen kann, dann eben auch Arcade-Games. Ich hoffe, dass man da auch Arcade-Games ausspielen kann, das wäre so cool. Oh, und hier sind quasi Räume, wie das damals so in Japan so ein klassisches Familienzimmer aussah, oder wie? Ist ja witzig. Von der Einrichtung her bin ich ja gespannt. Und hier sieht man eben so einen Raum, und oh Gott, ist das Ding klein, ich hätte gedacht, das wäre groß. Ist ja witzig. Okay, und dann hält man seine Karte dran, dann kommen der Bälle raus, die kann man dann so. Okay, kann man dann. Ist ja witzig. Ja, das will ich sehen beim Auswählen, wenn ich dann da bin. Okay, gibt es dann so Mario und Luigi-Dinger, dieses Drehen. Okay, da ist wieder dieses Druckteil. Ja, sehr gespannt. Die Hintergründe, die Pikmin, die passen mir noch nicht, ich zeige nicht ganz rein, aber. Trotzdem sehr cool, weil die ganzen Details, die da drin sind. Finde ich cool. Also, ist eine lustige Aktivität. Okay, das zweite, das ist Zapper und Scope SP, okay. Also früher hat in den 70er hat Nintendo, okay, Bullying
Räume renoviert und hat die in so eine Laser-Tech-Dinger, das Ähnliches, auf den halt umgewandelt. Okay. Das Boden war so nicht cooler, aber okay. Und hier gibt es dann, okay, 13 Leute können spielen. Okay, wie man sehen kann, haben die so Waffen, die mich sehr an die erinnern, die es damals für die NES, oder besser gesagt Famicom hat damals gehabt. Die neuen Super Scope. Genau, die gab es dann, der NES-Hubber und der Super Famicom Überscope, die gab es damals für die erste Konsole, das finde ich auch ein nettes Detail. Okay. Aha, die kann man eben verwenden. Ah, da muss man alle Figuren abschießen, die böse sind. Wir sind beispielsweise Salgai, Cooper, Uru oder halt eben Gumpa. Aber nicht sobald Luigi, der da oben ist, oder Mario, also... Genau, nicht Mario oder Peach oder Luigia, sie sind da quasi eben alle bösen. Das finde ich eine coole Idee, das sieht aus wie eine lustige Aktivität. Ich glaube, wenn man das mit 13 vor Ort macht, das ist einfach so was Interaktives. Nee, das finde ich wirklich eine coole Idee, muss ich sagen. Das sieht mir nach sehr viel Spaß aus. Also, das will ich dann auch auf jeden Fall auch ausprobieren, wenn ich vor Ort bin. Spannend. Cool. Cool, cool, cool. Das sieht nach wirklich viel Spaß aus, das alles. Bin ich sehr gespannt. Nee, cool. Okay, dann ist quasi die Auswertung, wie viel man getroffen hat und so weiter. Und dann kann man eben auch wirklich sehen, wer das Ganze dann gewonnen hat. In dem Fall, ja. Nee, das sieht mir wirklich nach einer echt spaßigen Aktivität aus. Cool. Oh, was ist hier? Boah, hier kann man Spiele spielen. Bisschen wie. Zwar mit riesen Controllern. Oh mein Gott, das ist cool. Das erinnert mich, es gab das eine Fanprojekt von Leuten, die einen riesen NES-Controller gebaut haben auf so einem Tisch drauf. Und dann tatsächlich die einzelnen Knöpfe auch benutzbar gemacht haben. Und dann auch einen riesen NES-Controller hatten. Das gibt es jetzt einfach wirklich. Also, klar muss man es weit machen, weil der Controller auch so groß wäre für eine Person. Das ist dann quasi, wörtlich gesagt, Multiplayer. Weil eben zwei Personen einen riesen Controller spielen müssen. Aber die Idee davon finde ich wirklich cool. Davon. Ja, wieso nicht? Ist auch mal was anderes und auch mal Silence. Wenn man dann eben zweit einen riesen Controller spielen muss, haben wir dann super. Interagieren muss, dass das klappt, dass man zum richtigen Zeitpunkt halt springt und die halt die Item-Taste drückt und sowas. Beispiel. Finde ich eine coole Idee. Auf jeden Fall. Wieso nicht? Und das geht natürlich mit SNS-Spielen, ist ja ganz klar, sind also die Klassiker. Hinweg. So, das müssen wir natürlich gleich hoffen, ist. Einen phänomenalen Sprung machen auf die. Ja, das passt auch super. Nee, das sieht wirklich nach Spaß aus. Unbedingt will ich es ausprobieren, wenn ich da im Museum bin. Sieht wirklich sehr cool aus. Und das geht bis zu wie, oh mein Gott, da kann man das Flugzeugspiel machen und einfach den Controller drehen, oh mein Gott. Was ist so ein S-Wild? Boah, ja, generell Switch Sport einfach mit bewegbaren Wii-Controllern. Ich finde die Idee wahnsinnig cool, ich meine, es weit dann das Ding hält. Ich meine, das ist ein Riesenteil, was man da in der Hand hat. Boah. Das finde ich sehr cool. Ja, das Gemälde hier kann man natürlich auch. Also, das sieht mir nach viel Spaß aus, das Nintendo-Museum tatsächlich. Also wirklich nach viel Spaß aus. Okay, dann gibt es auch so, okay, was ist das? Workshops, okay. Band. Und natürlich ist ein Café, okay, das ist was auf den ersten Blick aber nicht so cool aussieht, wie die Cafés, die in den Themenpark haben, in Universal Studios. Ein Shop. Cool, wo man Sachen kaufen kann, jawohl. Wenn sowas gerade nicht auch mal bei Nintendo Deutschland, Hauptquartier hier in Nintendo of Europe, bisschen sogar in Frankfurt, wenn es auch mal, dass die so ein Museum oder so mindestens Nintendo Shop hinbauen könnten, das wäre so cool. Aber ja. Also, sehr cool auf jeden Fall, dass es das Museum gibt und dass die es dies Jahr eröffnen, weil dann kann ich dann nächstes Jahr hin. Ich glaube, es hätte mich schon geärgert, wenn ich jetzt dieses Jahr im September nach Japan gefahren wäre und die dann ein paar Monate später oder Wochen später das Museum eröffnet hätten. Ich glaube, das hätte mich echt geärgert irgendwie, weil ich genau am 2. Oktober eröffnet und ich wäre halt
Mitte September hingefahren, wäre wahrscheinlich eine Woche oder zwei Wochen, bevor es öffnet, wäre wieder abgefahren. Also ich hätte mich so dermaßen geärgert. Also umso früher bin ich dann doch irgendwie das nächste nach Japan fahre und dann einfach in dieses coole Nintendo-Museum rein kann. Auch das ist erst hype, muss ich sagen. Das ist ja witzig. Also, Fazit zum Ende. Das Ganze scheint ja wirklich sehr cool zu sein. Und ich freue mich schon richtig, richtig drauf, wenn es dann eben soweit ist, das Ganze dann mir genauer anzuschauen, das Museum, weil er hat ja viele coole Sachen. Allein, dass man mit einem riesigen Controller dann auch wirklich spielen kann, finde ich cool. Und natürlich auch überhaupt die ganzen alten Produkte zu sehen von Nintendo und einfach zu sehen, wie es für deren Firmengeschichte war, eben bis heute. Wahnsinnig spannend. Also, kann ich erst einmal sagen, dass ich wirklich froh bin, dass dann doch erst nächstes Jahr nach Japan fliegt. Da wirklich die Möglichkeit haben, das Museum anzuschauen und das Museum wird dann auch mit dem Themenpark wirklich so meine Highlights werden. Also, freue ich mich noch richtig fett drauf auf Japan. Ich werde natürlich alles dann festhalten, wenn es soweit ist, weil ich dann wirklich das ganze Nintendo-Zeug sehen kann, was sie dort haben. Also, Hype pur, auf jeden Fall. Aber ja, jetzt steht erstmal Gamescom vor der Tür. Dementsprechend, muss noch heute noch ein paar Sachen in Köln machen, bevor es dann eben mit der Gamescom losgeht. Heute Abend ist auch eine Opening Night Live, die ich euch empfehlen kann, auch sehr einfach anzuschauen. Lohnt es sehr. Und ja, in dem Sinne sage ich danke fürs Zusehen von dem Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!